Moin, Sebastian hier. Nachdem wir uns vor einigen Wochen die Felicitas ausführlich angesehen haben, ist heute Nuttlar an der Reihe. Schließlich wollen wir herausfinden, welches Bergwerk im Sauerland die Nase vorn hat. Ich war bestimmt schon 5 oder 6 Mal hier, kenne bisher aber nur den Cave 1-Bereich, das sogenannte gelbe System. Und genau das soll sich heute ändern. Jetzt, wo wir Cave 2 zertifiziert sind, wollen wir uns endlich dem roten System zuwenden. Insgesamt sind die Tunnel und Gänge in Nuttlar über 5 Kilometer lang. Man kann sich also nach Herzenslust austoben. Aber damit wir nicht planlos drauf lostauchen, haben wir uns von einem Freund beraten lassen und gefragt, welche beiden Cave 2 Tauchgänge wir beim ersten Mal am besten machen sollen. Ich muss zugeben, dass ich es kaum erwarten kann, also los geht's! So, draußen regnet es wie Sau, deswegen mussten wir nach drinnen ausweichen. Ist aber gar nicht schlimm, du warst nämlich schon mal mit uns hier. Deswegen können wir uns den Rundgang sparen und direkt zur Sache kommen. Was wir beim ersten Tauchgang vorhaben, ist Folgendes. Und wenn ich dazu technisch in der Lage bin, blende ich dir jetzt mal eine kleine Karte ein. Wir wollen den Bremsberg runter, um die Kurve und dann am T nach links. Dann wollen wir weiter der Hauchleine folgen und den großen Jump nach links rüber ins rote System machen. Dort geht es weiter nach links und direkt danach am T nach rechts. Jetzt müssen wir erstmal der Leine folgen, bis sie fast eine 180 Grad Rechtskurve macht. An der Stelle jumpen wir nach links. Wenn das alles klappt, kommen wir an einem Punkt an, an dem die Leine um 90 Grad nach links abbiegt. Hier können wir 2 Jumps gleichzeitig setzen und dann, wenn wir nicht vorher den Umkehrdruck erreichen, einen Circle tauchen. Wenn unser Gas es zulässt, können wir anschließend noch in die sogenannte blaue Lagune, in der man am Ende sogar auftauchen kann. Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass das klappt? Klingt jedenfalls um einiges komplizierter als in der Felicitas, wo wir die Navigation beim zweiten Tauchgang verkackt haben. Aber wenn es in die Hose geht, nicht so schlimm. Bei 5 Kilometern Höhlensystem ist es nicht so wichtig, was man sich als erstes anschaut. Also Fazit vom ersten Tauchgang, war natürlich geil. Das alles, was wir machen, ist geil, sonst würde ich darüber ja kein Video machen, ne? Nur über geile Sachen. Hat aber nicht alles funktioniert. Diese Schraube ging nicht los unter Wasser. Das heißt, wir konnten das Reel nicht einsetzen, haben dann versucht, den Jump ins rote System rüber zu machen mit dieser Jumpspool. Das ist eigentlich eine 30 Meter Spool. Wir haben aber 5 Meter abgeschnitten, weil wir dachten, wir können dann den Doppelender besser hier reinhängen. Und am Ende haben 2 Meter gefehlt. Das war scheiße. Aber es hat dann trotzdem vom Gas her alles perfekt gepasst. Also alles easy. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Was gibt's zu lachen? Hat sie in die Kamera geguckt? Ich habe in die Kamera gelächelt. Also, guck, ist doch super. Wie war es für dich? Cool. Es war eine alte Höhle oder eine bekannte Höhle oder ein bekanntes Bergwerk mit ganz neuen Ecken. Ich verstehe immer mehr, warum es den Cave 1 und den Cave 2 gibt.
Vor allem hier der Cave 1 Bereich ist viel größer und weitläufiger und viel besser einsehbar, und der Cave 2 Bereich ist halt wirklich mit vielen Jumps und vielen schmaleren Passagen und so, und man merkt, dass es immer advancederes Tauchen ist. Wir haben alle Cookies gebraucht, die wir hatten, ne? Ja. Und auch alle Jumpspools. Und gab es sonst noch irgendwas Gutes oder nicht so Cooles? Ja, mein Ohr. Verdammt. Ja, die Höhle kennen oder das Bergwerk kennen, die wissen, es geht auf und ab ein paar Mal. Und ja, ich habe irgendwie beim Raustauchen oft das Problem, dass ich dann irgendwann den Druckausgleich nicht mehr hinkriege. Aber wir haben uns ganz viel Zeit genommen. Ich bin dann nochmal ein Stück zurück und nochmal ein bisschen höher. Und irgendwann hat es dann doch funktioniert. Und ohne Schmerzen bin ich rausgekommen. Das heißt, im zweiten Tauchgang steht nichts mehr im Weg. Und jetzt wird erstmal gegessen. Jetzt, wo der Bauch wieder voll ist, möchte ich dir ein paar kleine Geheimnisse verraten. Ich werde immer wieder gefragt, welche Gegenstände oder Ersatzteile man unbedingt im Auto haben sollte. Und heute möchte ich dir meine ganz persönlichen Top 5 vorstellen. Das sind jetzt alles irgendwelche Alltagsgegenstände. Sicherheitsrelevante Dinge wie Sauerstoff und die dazugehörigen Systeme sind, glaube ich, so selbstverständlich, dass ich sie dir hoffentlich nicht mehr extra vorstellen muss. Das mit großem Abstand wichtigste Utensil ist das Backup-Pinkelkondom. An einem Platz wie hier aufzuschlagen, wo man über 2 Stunden im Wasser ist und dann ohne Kondom dazustehen, bedeutet im Klartext, dass man wieder nach Hause fahren darf. Das sollte nicht passieren, also immer unbedingt dabei haben. Auf Platz 2 und mindestens genauso wichtig landen meine Backup-Löffel. Du glaubst gar nicht, wie oft mir schon passiert ist, dass ich am Tauchplatz stand, hatte die Löffel vergessen, keiner wollte seinen Löffel abgeben und dann konnte ich meinen Skier mit Himbeeren mit den Finger essen. Nicht gerade geil, also diese 2 Dinger immer unbedingt im Handschuhfach haben. Auf Platz 3 landet die Rolle Klopapier. Wenn man wie ich häufiger etwas ab vom Schuss unterwegs ist, ist es ganz gut, wenn man sowas dabei hat. Wenn man sie nicht braucht und hat, ist es okay. Wenn man sie braucht und nicht hat, ist es scheiße. Sorry, der war flach, aber einfach zu verlockend. Auf Platz 4 landet ein kleiner Imbus oder eben dieses Multitool. Nichts ist schlimmer, als mit vollen Flaschen am Tauchplatz anzukommen und dann nicht an das Gas zu kommen. Und mit diesem Multitool kann ich die Blindstopfen Druck entlasten und das Problem ist gelöst. Und weil ich nach dem Tauchen immer so trockene Haut habe, landet auf Platz 5 diese Tube Creme hier. Falls du dich fragst, wo unsere Doppel 20 sind, die Dinger werden in Nuttlar wohl nie zum Einsatz kommen. Dafür ist der Bremsberg einfach viel zu lang. Mir macht der Rückweg schon mit Doppel 12 keinen Spaß. Der Plan ist jetzt, die erste Hälfte des Tauchgangs genauso zu machen wie eben, nur mit funktionierendem Reel. Da, wo wir eben den Jump nach links gemacht haben, biegen wir jetzt nach rechts ab und tauchen unter dem Gang her, durch den wir gekommen sind. In dem Tunnel bleiben wir dann, bis es am Ende nach rechts geht. Dort gibt es ebenfalls eine Auftauchstelle. Ich bin gespannt, ob unser Plan auch dieses Mal funktioniert. Und wenn wir wieder zurück sind, können wir ein erstes kleines Fazit ziehen, was die Nase vorn hat, Nuttlar oder die Felicitas. Thank you.
So, der zweite Tauchgang ist auch geschafft. Die Sicht war nicht ganz so gut wie im ersten Tauchgang. Wir hatten aber noch ein bisschen Gas über und haben uns dann an der Auftauchstelle nach links weg noch zwei so, wie nennt man das, Gänge angeguckt. Der erste hat sich dann auch noch mal zweimal geteilt und war sehr, sehr schön. Der zweite war auch schön. Da sind wir dann oben im Flachen zurück und haben unser Reel, das 120 Meter Reel, nicht fast abgerollt, aber haben da schon locker die Hälfte von abgerollt. Und das fand ich, hat echt Spaß gemacht, oder? Ja, das war cool. Das war cool. Ich sag mal so auf den Punkt, das gefällt mir. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich habe Nutter komplett neu kennengelernt, weil man in dem roten System einfach so viele Möglichkeiten hat. Ich habe jetzt schon 10 Ideen für die nächsten Besuche. Und gegenüber der Felicitas, da will ich auch unbedingt wieder hin, aber die Tiefe schreckt ab. Ne? Wir waren jetzt hier genauso lange tauchen wie in der Felicitas, so ungefähr 2x2 Stunden. Aber alles halt tauchen und keine Deko. Und auch wenn es ein Grad kälter ist, friert man am Ende nicht so sehr, weil man sich die ganze Zeit wenigstens ein bisschen bewegen kann. Also bei mir hat jetzt aktuell Nuttler die Nase knapp vorn. Was sagst du? Ja, also wie ich schon im letzten Video gesagt habe, jedes Bergwerk hat halt seine Reize. Und deswegen kommen wir, glaube ich, immer gerne wieder, egal welches der Bergwerke. Und ich würde mich gar nicht festlegen wollen, glaube ich. Ja, ich will auch alles immer wieder machen, aber keine Deko ist halt ein Vorteil. Der Nachteil, wenn wir ehrlich sind, hier stehst du halt im Regen, mitten im Wald und hast einen saulangen Bremsberg und die arme Doppel 20 bleibt zu Hause. Das ist natürlich ein Vorteil der Felicitas. So, jetzt nach Hause. Nach Hause. Erst noch einen Kuss? Nee. Kann das drin bleiben? Nein. Was sagst du, wie war es für dich? Ich habe noch nicht drüber nachgesagt. Nein, das löscht direkt. Nee, mach einfach. Nein. Auf Platz 2. Was ist so? Das ist ein scheiß Auto, da weiß ich nicht, wie das geht. Okay? Geht's jetzt? Ja. Ich muss die Kamera ruhig halten, der Stabilisator ist nicht so gut. Okay? Ja. Auf Platz 2, mindestens genauso wichtig, 2 Backup-Löffel. Du glaubst gar nicht, wie oft mir schon passiert ist, dass ich am Tauchplatz stand und dann konnte ich meinen Skier mit Himbeeren mit den Fingern essen. Ist nicht gerade toll. Und dann konnte ich meinen Skier mit Himbeeren mit Finger essen. Und dann konnte ich meinen Skier mit Himbeeren... Scheißdreck. Okay? Mhm. Muss ich erst sagen, ne? Oh, die Hosen. Wenn man sie nicht braucht und hat, ist es okay. Wenn man sie hat und nicht braucht. Ne? Das kriege ich nie ernst raus. Warte jetzt. VfL verliert. Darüber macht man keine Witze. Und weil ich nach dem Tauchen immer so trockene Haut habe. Soll ich mir dann auch was drauf tun direkt? Brauchst du was? Nee, aber für ist cool. Doch, ist cool. Oder? Und weil ich nach dem Tauchen immer so trockene Haut habe, habe ich noch ein bisschen Creme im Auto. Ich muss auch sagen, auf Platz 5. Was jetzt nicht? Und weil ich nach dem Tauchen immer so trockene Haut habe, landet auf Platz 5 diese Tube Creme hier.